Immer wo ich hergekommen bin, meist hier nicht so, fliegt man wieder in die Richtung, wo ich dann gehe. Und sie auch ein Glück kommen kann, ohne groß zu erzählen, wo, wie, was. Auch hier sind mal einige Felsen abgebrochen. Hier macht der Weg eine 180 Grad Schleife. Wart mal. Ein Stück zu dem Fels gehen, vielleicht habe ich noch eine kleine Aussicht. Den Spuren nach sind da auch schon öfters Menschen entlang gegangen, so wie an dem Fels. Hier die Spur, man sieht es, oder hier links runter. Ob das die Mulde hier, ein Beobachter, oder irgendwelches Relikt vom Sudenbekawa, das ich ja vermute, weil diese Richtung ist Frankreich. Aha, da haben wir mal einen schönen Stein gesehen, mit einem Kreuz drauf. Nein, das war nicht die Kreuzhütte. Hört er auf, der Weg. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, den Weg weiterzulaufen ein Stück noch. Oder die Tour auf der Seite hier weitergehen. Und wieder hier runter. Dann die alte Wehrmachtstraße hoch, wobei hier schon das Tal ist, wo man runter auch runter kann. Aber wie gesagt, das hier, geh mal tiefer, da sieht man es besser, sieht aus wie eine Mulde. Eine nicht normale Mulde. Die Bäume hier waren damals nicht gestanden. Ich gehe noch mal runter, ist zwar nichts Besonderes, nein, aber A konnte man hier rückwärts raus. Konnte man sich gut auflehnen und das Gelände hier beobachten. Anstelle sind natürlich die Bäume nicht vor, denn diese Bäume